Mein Name ist Karin Jecker, ich bin Gründerin der Female Business Seminars. Unsere Vision war, Weiterbildungsveranstaltungen ins Leben zu rufen für beruflich engagierte Frauen, die sich fachlich oder persönlich weiterbilden wollen, mit 3 sehr erfahrenen Coaches. Wir hatten Tanja Frieden vor Ort, wir haben 2 Trainerinnen auch vom Delta Park vor Ort. Wir haben es angereichert mit Modul zur Bewegung, dass man auch ein bisschen rausgekommen ist, dass man die eigene Leistungsfähigkeit auch in einem anderen Bereich testen durfte. Und wir hatten auch ein Entspannungsmodul, wo man ein bisschen runterfahren konnte. Auch das gehört zur Steigerung von der eigenen Leistungsfähigkeit. Das war das Motto des ganzen Tages. Wenn wir von Zielen reden, gehören immer auch Widerstände dazu. Gehören immer auch dazu Initialbewegung häufig. Das ist die, die fehlt. Was steht mir im Weg, dass ich mir diese Initiallösung nicht gebe? Das ist meistens ein Konstrukt. Wie könnte ich das ausschmücken, das Leben? Wow, wie ist es, wenn ich das Ziel erreicht habe? In diesem Seminar von der Plattform Female Business Seminar ist es zum Ziel gegangen. Das ist ganz klar eine Leidenschaft von mir, nicht nur aus dem Sport, aber aus der privaten Erlebniswelt, das zu verbinden. Mein Name ist Fiona Holzer, ich arbeite für Amag in Thun und bin dort zuständig für einen vollen PW-Verkauf. Ich bin hier am Female Business Seminar, weil mich das Thema mit Ziel, Entspannung und Bewegung sehr fasziniert hat. Besonders der Teil mit der Tanja Frieden habe ich super interessant gefunden, weil es spannend war, zu sehen, wie der sportliche Teil eigentlich auch zum beruflichen Leben passt und dort Parallelen findet. Mich kennt man meistens als Olympiasiegerin, aber meine wirkliche Leidenschaft ist heutzutage, Leute zum Erfolg zu bringen. Und zwar nicht mit meinen Zielen, sondern mit ihren Zielen zu arbeiten, Leute in Bewegung zu bringen. Bewegung im Kopf und Körper, das ist mein Motto. Mein Name ist Susanne Zardi, ich bin von der BDO. BDO ist der Sponsor des heutigen Anlass. Wir sind stolzer Sponsor, weil wir überzeugt sind, dass die Anlässe sehr gute Sache sind für die Frauen und für die Wirtschaft. Wir als BDO selber, wir engagieren uns intern auch sehr stark. Wir machen sehr viel für unsere Frauen und für den Führungsnachwuchs. Und deshalb sind wir hier an so einem Anlass sehr gerne mit dabei und partnern auch. Ich persönlich nehme aus dem Anlass ganz viele spannende Kontakte mit, inspirierende Anregungen und viel neue Energie für unsere Projekte. Mein Name ist Beatrice Fischer, ich leite Kommunikation und Marketing bei der Credit Suisse in der Schweiz. Ich habe einen sehr anspruchsvollen Job und bin immer froh um so Inseln, die mir erlauben, wieder mal einen Schritt zurück zu machen, mir zu überlegen, was alles wichtig ist für den beruflichen Erfolg, wo aber auch eben Elemente von der Entspannung und von der körperlichen Betätigung dazugehören. Es muss nicht immer, es hat sich super angefühlt, aber es machen. Manchmal ist es so eine Disziplinfrage, es wird einfach hier auf den Weg, wenn es dann daheim nicht so sprudelnd ist, bleibt trotzdem dran. Es lohnt sich. Merci. Das Thema Ziel und Widerstand war heute ein grosses Thema und ein ganz goldiger Moment war, wo eine Frau ihren Widerstand wirklich benennen konnte und man dann im Laufe des Tages wirklich auflösen konnte. Sie war wirklich auch körperlich befreiter stark. Das ist ja aber so Magic Moments, die einfach schön sind, wenn man dich erreichen kann. Der Tag war ein Erfolg. Ich habe sehr, sehr glückliche Gesichter gesehen. Spannende Frauen hier, ein Mix von 50 Frauen. Und ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr auch wieder zu einem Tag durchführen werden. Wo ist noch offen?